Es fehlt seit 2015 der politische Wille, dieses Problem lösen zu wollen. Stattdessen prügelt man die AfD, die seit 2015 immer wieder auf Dinge hingewiesen hat. Jetzt werden Ideen der AfD umgesetzt, für die man uns jahrelang geprügelt hat. Letzter Satz. Ich halte es mit dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck. Der hat ganz klar auch davon gesprochen, wir brauchen eine neue Entschlossenheit und wir werden Gesetze ändern müssen. Wenn wir das lösen wollen, dann werden wir in letzter Konsequenz auf das australische Modell gehen müssen. Und die politische Bereitschaft dazu besteht nicht. In der Bevölkerung allerdings wächst sie, weil die Bevölkerung erlebt, wie diese Auswirkungen der Masseneinwanderung in ihren Alltag eindringen. Sie erleben das Framing der AfD und sie schauen dann irgendwann aber mal genauer hin und sehen, dass das so gar nicht zutrifft. Und dann wählen sie uns, zum Beispiel auch die Leute, die sehr jung sind. Das hat mich nicht überrascht. Wir erleben das in vielen Schulklassen. Da wird eine Stunde lang auf den AfDler draufgehauen. Und das machen viele junge Leute nicht mit und kommen dann danach oft zu dem AfDler und reden mit denen noch 10, 20, 30 Minuten, weil sie das auffühlt, wie mit unseren Leuten umgegangen wird.